Wie bestimmen etablierte Narrations- und Präsentationsmuster die kunsthistorische und kuratorische Arbeit? Und welche Rolle spielen dabei gruppendynamische Prozesse? Es sind Fragen, die die neue Ausstellung Kollektive der Moderne im Lehnbachhaus anstoßen. Bildlich und audiovisuell wird hier das Schaffen internationaler Künstler präsentiert. Wenn man sich die Werke genau anschaut, sieht man eben auch, dass sie über verschiedene Zeitepochen hinausgehen und natürlich auch verschiedene Interessensfelder der einzelnen Künstler abdecken. Also es wäre so ein bisschen vereinfacht gedacht, wenn man das jetzt hier auf einen Nenner zurückführen könnte. Eigentlich ist das auch schon wieder so ein bisschen der Idee der Ausstellung, dass man eben die Komplexität eher aufzeigt, anstatt Dinge zu sehr zu vereinheitlichen. Von Casablanca bis China, die Kollektive der Moderne trägt Arbeits- und Ausdrucksformen aus aller Kulturen zusammen. Meist aus Regionen, in denen die Malerei nicht ohne Risiko durchgeführt werden konnte. Das zeigt auch nochmal die zeitlichen Umstände. Es war nicht ungefährlich, diese Art der Malerei zu betreiben. Deshalb haben sie kleine Bilder gemalt, die sie ganz schnell in diese Kisten verpacken konnten, in den Rucksack stecken und abhauen, wenn dann irgendwie eine offizielle Person kontrolliert oder einen Rundgang gemacht hat. Die Gruppendynamik im Lehnbachhaus soll ein möglichst diverses Bild zwischen 1910 und 1980 zeigen, verbunden mit spezifischen Charakteristika der einzelnen Gruppen. In China haben wir eher diese Form von Parallelwelt, Underground, in Casablanca die Idee, dass man nach draußen geht und die ganze Stadtbevölkerung mit einbezieht. Bei Wutsch zum Beispiel, dass eine Gruppe auch sammelt, also eine Sammlung aufbaut. Also jede Gruppe hat so ein eigenes Spezifikum und da haben wir natürlich aufgepasst, dass sich das auch nicht doppelt. Trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hindernissen ist es dem Lehnbachhaus gelungen, einen großen Teil des Künstlerkanons nach München zu bringen. Man hat eine Informationsebene, man hat eine visuell-ästhetische Ebene, aber man kann auch sich einfach so ein bisschen durch die Ausstellung treiben lassen und einfach von den unterschiedlichen Eindrücken irgendwie leiten lassen. Und deshalb ist es eine sehr heterogene und sehr sehenswerte Ausstellung auch. Die Gruppendynamik Kollektive der Moderne ist ab sofort und noch bis April 2022 im Lehnbachhaus zu bestaunen.